zu mir, ihr Lieben. Ihr könnt euch erinnern, ihr habt alle vorher einen Brief abgegeben. Und in diesem Kuvert steht drinnen, was ihr euch vorgestellt habt. Zu wie viel Prozent glaubt ihr, habt ihr das erreicht? 57,8% habe ich erreicht. Okay. Ja. Ist aber sehr präzise. 99%. Na bitte, wie schaut es bei dir aus? 98, bin zufrieden. 98. Meine Idee war, eine Hansbox zu machen, in der ich Livestreams, Live-Videos machen kann. Dadurch, dass es auf Paletten ist, kann ich es jetzt mit meinem Hoftrack zu Hause mit der Palettengabel überall hinstellen, wo ich will. Ich kann es auf den Bierlauf stellen, man hat dann einen schönen Ausblick ins Tal hinein, man kann es umdrehen, man kann es sonst irgendwo vor die Weide zu die Kirche stellen und man kann einfach außer streamen, außer filmen. Und das war eigentlich die Grundidee. Und wir haben nichts anderes gemacht, als eine vertikale E-Bike- oder Fahrradgarage kreiert, die halt einfach die Möglichkeit bietet, dass du, wenn du dein Fahrrad halt vertikal aufhängst, dass du es servicieren kannst, dass du das Netzteil anstecken kannst, dass du im Optimalfall vielleicht einen kleinen Kühlschrank hinstellen kannst und mit deinen Freunden vielleicht ein Getränk, ein kühles trinken kannst. Und das ist quasi das Gesamtkonzept. Ja. Ja, meine Idee war zum Zusammenstellen und jetzt haben wir die Bar gebaut und jetzt können wir zusammenstellen. Das kann jeder brauchen. Du kannst ihn auf die Nacht ein Feierl machen, kannst zubesetzen und ja, kannst nette Stunden verbringen. Eine Kleinigkeit habe ich weglassen müssen. Ich wollte nämlich oben noch an der Mauerbank zwei Schaukeln aufhängen, damit man bei der Bar sitzen kann. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Wir bitten jetzt die Jury zu uns. Wir öffnen jetzt die Briefe. Also von dem, was es sein soll, das, was wir eingeschrieben haben, das funktioniert für alle. Wir schauen uns jetzt die Projekte an und gehen zur Bewertung über. Von der Funktionalität, ich glaube, da kann man Aufnahmestudio, das geht durch, schöner Hammer ist auch drinnen. Ja. Von der Idee her? Kreativ, mit Voltaik, Becker. Ja, sieht ein Photovoltaik-Panel an. Ja, sehr gut. Ne? Vom Design her? Innen fast besser wäre es. Ja, wie besser man sich fast gut. Machen wir mal Probe. Probe. Gut. Das ist für das Mikro. Ist das für das Mikro, ja? Für Dachrinnen braucht man ja keine, gell? Nein, das drin. Draußen schon innen, brauchen wir den bei Dachrinnen. Ja, schauen wir zum nächsten. Ja. Stabil ist, ja. Schaut gut aus. Was da funktionieren wird. Ja. Kann man schon gießen. Ist du deppert. Aber perfekt. Ja. Hat nicht gehört, hat noch nicht gesagt. Ja. Der spricht das genauso wie es gehört. Wie hätte man ein Bild gemacht? Was sagt ihr? Ja. Gehen wir zum dritten. Outdoor Bar mit Feuerstelle. Zum gemütlichen Verweilen. Ja, achso, nochmal. Weil das schaut schon verdammt hoch aus. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sich das ausgeht, weil das ist schon hoch. Ich dachte, das hat wie gesagt, das haben wir jetzt schon ein. Also, so. Design-technisch ist jetzt das mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Man muss sowas einmal so aufsetzen, alleinisch. So, anders, Wheels arbeiten. Und jetzt sind so ein bisschen sehr kreative Ansätze. Ja. Ja. Sagen wir mal Probe? Machen wir mal Probe sitzen. Angenehm. Ja, angenehm. Ja. Ja, also das ist auch von der Funktionalität. Das ist da stündig. Da oben sogar die Querm ausgeschliffen. Licht haben wir auch. Quasi den Sternen immer simuliert. Dann gehen wir mal in Beratungsphase. In die Beratungsphase, oder? Bei der Idee des Projektes, also was meinst du hier? Da habe ich ein Favorite bei der Idee des Projektes. Die Hornbach-Projektmeisterschaft, die ist halt auch nicht easy. Da laden wir natürlich auch nur die Allerbesten ein. Und ihr zwei, ihr habt schon einmal gewonnen. Ihr wisst, was es bedeutet, den goldenen Hammer in den Händen zu halten. Und ich würde sagen, nachdem wir drei Hammer haben, Bronze, Silber und Gold, starten wir mit Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 geht an den Hans. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Endlich bin ich einmal der Top 3 da aufstehen. Danke, danke. Sehr Hans, schön. Du hast Blut und Tränen geschwitzt. Ja, ja. Aber auch ein Bronzehammer. Ein Top 3 Platz, du, das ist mehr, was ich mir erwünscht habe. Also wirklich sensationell, danke. Franz,
Und Herbert, darf ich euch bitten, stellt ihr euch doch bitte mal hier zu mir nebeneinander. Jetzt, also wir machen es jetzt noch ein bisschen spannend. Ja, es ist. Aber Christine, ihr habt euch entschieden? Wir mussten uns entscheiden. Wir haben bis zum Schluss gehadert. Bitte, Christian, walte deines Amtes. Ah, das Silberne geht an den Designsieger, an den Herbert. Der Gesamtsieg an den Franz. Wir haben ihn also, den besten Macher 2024 und seinen Vize. Gratulation an euch beide. Aber wir wollen natürlich jetzt noch den strahlenden Sieger kurz befragen. Wie fühlt es sich an, den goldenen Hammer in den Händen zu halten? Schwerer wie gedacht. Ich würde sagen, ihr habt alle drei bewiesen, dass Content Creator nicht einfach nur schnell Videos zusammenstellen und sich dann über ihre Likes freuen, sondern ihr habt alle drei auch wirklich was drauf. Und ich glaube, unsere Jury kann das auch definitiv bestätigen. Also herzlichen Glückwunsch, der Applaus, der gilt euch allen. Wir freuen uns selbstverständlich auch noch über euren weiteren Content. Was nehmt ihr denn mit von diesem Tag? Kreuzweh. Das heißt, morgen ist einmal Erholung morgen angesagt, oder? Morgen ja, die vergönnen wir euch. Also die Hornbach-Projektmeisterschaft 2024. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, es gibt immer was zu tun.